Guten Morgen Leute, ein weiterer Tag im wunderschönen Chiang Rai. Und heute sind wir mit Ralf und seiner Frau unterwegs. Die machen die Tourguides für uns. Da ist Ralf. Hallo. Und Renato ist auch noch mit von der Partie. Koi haben wir auch nicht vergessen. Und wir starten in den Tag mit einem Käffchen. Ralfs Frau. Kaffeestube mit Essen dazu. Katot. Da wird der Kaffee zubereitet. Und die Gegend ist auch bekannt für Kaffeeanbau. Die Thais sitzen lieber am Boden auf so Matten. Dann schauen wir noch mal ein bisschen weiter. Hier scheint alles mit Kaffee zu sein. Kaffeemühle. Wäschemaschine. Das sieht alles etwas verstreut aus, ist aber ein Café, das gehört alles zusammen. Wenn du mal sowas Ursprüngliches sehen möchtest, kommt ruhig nach hier und schaut es euch an. Da wird es ja noch erweitert. Wir sind am Wat Kuai Lakang und Ralf kann euch da direkt etwas mehr zu sagen. Wir haben ja einen ortskundigen Führer. Ist am frühen Morgen schon recht gut besucht. Und vor allen Dingen kannst du da auch die einzelnen Stufen hochgehen und außen dann rausfilmen. An dem kleinen Gebäude hier? Nee, hier an der Pagode. Ne? Und dann kannst du also von da einen tollen Blick auf diese weiße Buddha-Stadt nehmen. Ah ja, dann machen wir das so. Ja. Folgen wir Ralf. Das ist übrigens eine chinesische Tempelanlage. Da werden die obligatorischen Räucherstäbchen angebracht. Ralf sagte gerade, als er vor 4 Jahren hier ankam, war diese Schlange oder wie auch immer noch nicht vorhanden. Der weiße Tempel wurde erst vor nicht allzu langer Zeit fertiggestellt. Eine gute Sache, den Reis hier kann man für 100 Baht kaufen und der kommt den armen Leuten in der Region zugute. Auf geht's. Aufgenommen von der letzten Etage hier. Das war noch nicht mal die letzte Etage.
Keiner von denen hat mich bis da oben begleitet. Tja, enttäuschend. Ralf braucht Kühlung. Die Natur wollen wir natürlich auch heute nicht vernachlässigen. Die wunderschönen Berge. Und mit dem Gefährt geht es dann zum nächsten Tempel. Wieder mit dem Reis hier. Mit dem Lift nach oben fahren kostet 40 Watt. Allerdings wieder für Thais und Phalanx derselbe Preis. Mit dem Lift auf die 25. Etage. Alles vergittert, wahrscheinlich damit sich hier keiner runterstürzt. Und das ist das Auge der Statue. Dadurch kann man dann auch mal kurz aufnehmen. Zu Fuß kann man dann noch ein oder zwei Etagen höher. Nette Begrüßung hier. Schön aus Raupenbahn fahren, Leute. Wir fuhren nochmal zu dem Café zurück. Das hatte ich vergessen hier, das kleine Gebäude. Weil beim ersten Mal war niemand da, der den Kaffee heiß zubereiten konnte. Na, schwarzer Panther. Ja, und alles noch ursprünglich hier sitzt man auf diesen Kissen rum. Also wir sitzen hier so, ich schaffe das nicht mehr. Thai-Style. Und blicken auf dieses wunderschöne Reisfeld raus. Finde ich eine klasse Idee mit dem Café. So mitten in der Natur. Renato, was hast du da? Tee? Cha Thai Nom Yen. Gut. Thai Tee mit kalter Milch. Und ich habe hier meinen bewährten Americano, wie üblich. Und diesmal gehen die da hinten leer aus. Sehr lecker übrigens. Ralf trinken Mokka, Kaffee mit Kakao, ließ ich mich aufklären. Und da hinten, naja, kriege ich auch nicht so genau mit. So Leute, die gesamte Filmcrew wechselte den Set. Neue Location. Sind ja mal wieder witzige Dinger hier.
Das Ganze ist an einem wunderschönen See gelegen. Die beiden Damen haben Hunger. Wie wird denn da los? For you, for you. Mal Mäuschen spielen. Sieht gut aus. Und seht euch das an. Da sind noch dicke Brocken drin. Aber hier hinten werden die angefüttert. Ein Gewimmel. $10 kostet das Ganze. Also das Ganze hier über die Brücke geht zu einer Höhle rüber. In dem See sollen 2 Meter große Wälse sein. Ralfs Frau sagt, um den kompletten See könnte man rumlaufen. Aber da machen wir wohl heute mit Sicherheit nicht. Und hier rein geht rechts, siehst du, wo der Weg so langsam hoch geht. Dann kommst du also hier einmal rum, aber in kompletter Dunkelheit. Und dann hast du da nochmal so eine Höhle hinter. Ich guck mal, wie weit die Lichtverhältnisse von meiner Kamera mitspielen. Ja. Und um den See führt so ein schmales Wegelchen dann. Renato ruft zur Abendandacht. Vom See bis zum Tempel sind es circa knapp 1 Kilometer. Mehr ist das nicht. Nur damit die abgeschreckt sind. Wegen der Affen? Ja. Ja?
Hunde haben wir schon mal hier, beinahe Doggy. Und hier gibt es Affen, so ähnlich wie ein Bratschwab. Und die kommen wieder mal auf Ideen. Der Tempel, der wurde kurz vor den Bergen gebaut. Melonen. Und da oben, ja, jetzt haben sie sich versteckt. Da kommt einer die Wand runtergeklettert. Hier turnen die Affen rum. Und fragt mich nicht, warum die Figuren hinter Gittern sind. Da geht es zu einer Höhle, aber meine Kamera ist bei den Lichtverhältnissen absolut nicht gut genug. Aber hier kann ich mal hochlaufen. Und sehen wir uns doch mal diese wunderschöne alte Pagode an. Es gibt insgesamt 4 Eingänge. Scheinbar der Obermonkey. Boah, ist er dick. In dem Teil tummeln sich die dicken Wälse. Muss man allerdings Glück haben, um die zu Gesicht zu bekommen. Und so blaue Fische teilweise. Aber sind auch nicht zu sehen. Hier ist ein blauer. Ah ja. Da hinten schwimmt einer. Die haben so bläuliche Heckflossen. Da hinten schwimmen Affen rum. Sind ein paar auf einem Fleck. Ja, blau. Und mit Keus zusammen? Ja, ja. Alles gemixt. Wäre mit Sicherheit einmal interessant, da hochzugehen. Aber nicht heute. Ich werde das allerdings mal vormerken. Genau, das ist. Ich muss mal sehen, dass ich Ralf wieder einhole. Ralf,
Erklär mal bitte, wo wir hier ja hin unterwegs sind. Ja, wir gehen jetzt zum Emerald Lake. Das ist vom Parkplatz her so noch 300, 400 Meter. Ein paar kleine Bäume im Vordergrund, die man sich betrachten kann. Und dann anschließend ein grünfarbener See, sehr schön gelegen. Und das Wasser kommt direkt aus den Bergen raus und dadurch auch die grüne Farbe. Alles klar, schauen wir uns das Ganze an. Und natürlich, wie immer, dürfen die kleinen Stände nicht fehlen. Mal habe ich ja verpasst, da bin ich gestreckten Galopp dran vorbeigefahren, dann bis ins Dorf hoch. Ja. Und dann etwa einen Monat später haben wir gesagt, probieren wir es nochmal. Dann waren wir dann allein, ohne die Verwandten von Berg. Jetzt so einen kleinen Dschungelpfad. Mhm. Ich kann euch sagen, heute brennt der Stern. Ralf sagte gerade, wir sind nicht weit von der Höhle entfernt, in der die Kinder eingeschlossen waren. Und auch von hier ist Wasser abgepumpt worden damals, um die zu befreien. Die Krab. Ja, stimmt. Wasser hat eine eigentümliche Farbe. Weiß aber auch nicht, woher das kommt, Ralf. Wahrscheinlich Schwefelgehalt oder sowas. Aber du siehst ja die Algen hier. Ja, okay, jetzt kann man sie nicht so gut erkennen. Aber es könnte alles schwefelhaltig sein. Ob das damit zu tun hat, weil wir hier im Vulkanbereich sind. Ne? Und heiße Quellen hat es hier überall. Ja, irgendwas, was da rausgespült wird dann. Da schwimmen noch so Algen oder Flechten rum. Das sind Bilder von der damaligen Rettungsaktion. Ein Riesenbaum. Der ist einige Jahre alt. Wir sind am Live-Museum. Warum heißt das Live-Museum, Renato? Das ist ein Aussichtspunkt, ein schönes Restaurant. Und die Innenausstattung ist teilweise so ein bisschen historisch. Ja, Ralf hat den Kegel ein wenig umgefahren, aber naja, kann passieren. Der hat Erdfarben, den habe ich nicht gesehen. Genau. Vielleicht will ich doch fahren. Ja, von hoch.
Ja, den Rest des Weges müssen wir zu Fuß gehen. No, and when we go back, we can go this way. I go this way. Yeah, because this easy when you're not okay. Not this way, this way. Okay. Mir ist gleich, ich habe sowieso keine Ahnung, wo wir sind. Doch schon, im Live-Museum. This way? Ja. Hier müssen wir auch wieder hoch, ohne Lift und ohne doppelten Boden. Ja, wir gehen nachher anderen Weg hoch. Also das hat ordentliche Fälle. Da muss man ordentlich dagegen halten, Leute. Ja! Ja, Kai, du kannst ja gerne da runter joggen. Ich lass mal Zeit. Grandios. Gerade bekam ich Regieanweisungen. Sollen wir hier langs laufen? Ja, es wirkt sehr schön. Auch Kreuz drin. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen abgeblieben sind. Und das wunderschöne Café. Schon bestellt. Wo ist er? Ja. Und das ist die Aussichtsplattform am Café. Wer dann noch fit ist, kann den Aufstieg wagen. Kapau Mu. Kapau Mu. Kapau Mu. Ni Phat Phik Kaeng Kai. Phik Kaeng Kai. Krab. Phat Phik Kaeng Kai. Du? Nichts, nein. Nein? Nein. Renato nahm den anderen Weg, da die Betonpiste. Und wir kämpfen uns hier durch den Dschungel mal hoch. Trekking pur. Erstmal verschnaufen. Ja, das ist ein Markt ähnlich wie in Mesot, nahe der burmesischen Grenze, wo auch sehr viel burmesische Ware angeboten wird. Und die Mädels konnten natürlich nicht mehr stehen und weniger irgendwo einkaufen. Wir schlendern hier nur ein bisschen durch die Gegend rum. Also da ist der Grenzübergang nach Myanmar rüber. Natürlich auch geschlossen. Wie könnte es anders sein? Und wir sind jetzt am nördlichsten Punkt von Thailand.
Da nochmal die Brücke mit dem Grenzübergang. Ja, mit vielen Zwischenstopps und sehr vielen interessanten Sachen kamen wir am Goldenen Dreieck an. Und ich erkannte das überhaupt nicht wieder. Ich war zum letzten Mal vor 12 Jahren hier. Hat sich alles unheimlich verändert. Die Plattform hier gab es noch gar nicht. Und ich weiß nicht, ob die Stände schon waren. Ich glaube aber auch nicht. Alles verändert. Na ja, klar. Logischerweise bleibt die Zeit nicht stehen. Und das Goldene Dreieck war und ist natürlich vollkommen touristisch. Früher wurden die Reisegruppen hier mit Bussen angekarrt. Komischerweise keine kleinen Kinder da mit den Trachten. Sind die weg? Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht also mehr. Ich habe die noch nie kennengelernt hier. Nee? Nein. Früher kamen die immer direkt an, so kleine Kinder, und wollten 10 Watt haben, wenn man die mit den Trachten fotografieren wollte. Hier bringt Glück, den am Bauch zu kraulen. Ja, kann man den mal kurz kraulen hier, den kleinen Dicken. Ja, hier den Big Buddha, den kenne ich auch absolut nicht. Hat sich komplett verändert hier, komplett. Gab es damals auch alles noch nicht. Das war alles freie Fläche hier. Die Straße war wesentlich schmäler. Transportschiff, wo immer woher. Und da drüben auf der anderen Seite die ganzen Hochhäuser, alle neu. Das Symbol, dass hier drei Länder aufeinandertreffen, mehr oder weniger. Ja Leute, heute waren wir zu 5 unterwegs. Die kleine Kai, Renato, Ralf und seine Frau. Und nach vielen Zwischenstopps, interessanten Zwischenstopps, kamen wir dann schlussendlich noch am Goldenen Dreieck an. Und langsam geht der Tag zu Ende. Und da kommt gerade der deutsche Ruderachter vorbei. Den Jungs fehlt ein Mann und der wird noch an Bord genommen. Ja Leute, heute war ein anstrengender Tag für uns alle. Und ich moderiere mal langsam ab. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv, bleibt mal alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen. Und nochmal... Und nochmals vielen Dank an meine Begleiter hier, die es ermöglichen, uns so tolle Sachen zu zeigen.